Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video von mir und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Hallo meine Lieben, ja, heute kommt ein neues Schwangerschaftsupdate von mir. Es sind schon wieder 2 Wochen vergangen. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Und ja, wir wollen auch gar nicht lange drum rumreden. Wir sprechen nämlich heute über die Wochen, ich muss gerade mal spicken, 34 und 35. Ich bin nämlich gestern aktuell in die 36. Woche gerutscht. Also wir nähern uns der Zielgeraden. Wir befinden uns auf dem Endspurt. Und ja, ich würde sagen, legen wir los. Ja, die 34. Woche ging bei mir vom 16.3. bis zum 23.3. Und in dieser Woche hatte ich folgende Symptome. Ich war traurig. Ich habe keine Ahnung, warum ich traurig war. Ja, das kann viele Ursachen haben. Es ist halt einfach so. Ich sag nur Hormone, Hormone, Hormone. Ich war relativ durstig. Ich glaube, im letzten Update habe ich gesagt, dass ich in den vergangenen Wochen nicht so viel Durst hatte. Ja, das hat sich aber wieder gelegt. Ich hatte extremen Harndrang. Ja, dasselbe eigentlich wie die vergangenen Wochen zuvor auch. Und wieder Braxton Hicks-Wehen. Der kleinen Motte da drin geht es offensichtlich gut, aber sie bewegt sich jetzt insgesamt weniger. Das bin ich so überhaupt nicht gewohnt, weil eigentlich keins meiner Kinder sich da irgendwas draus gemacht hat. Im Gegenteil, die haben in den letzten Wochen nochmal richtig Gas gegeben und ja, das macht sie jetzt so nicht. Was gab es sonst noch? Der Nestbau ist wieder zurückgekehrt. Ich habe gedacht, der wäre jetzt weg, aber der kam wieder. Also noch stärker irgendwie als zuvor. Und ich möchte einfach ständig putzen und aufräumen und dann nochmal von vorne anfangen. Ich hatte einen Arzttermin, da war alles gut. Und in der ganzen gesamten Schwangerschaft bisher habe ich 2 Kilo zugenommen und ja, das ist sehr gut, prima. Also ich gehe mit wahrscheinlich weniger Gewicht aus der Schwangerschaft raus, als ich gestartet bin. Das sind gute Voraussetzungen. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit der 34. Woche, weil es gab einfach nicht so viel in dieser Woche und ja, manche Wochen sind einfach, da ist mehr los und in anderen Wochen weniger. Und deswegen starten wir mit der 35. Woche, genau. Die bei mir ging vom 22.3. bis zum 30.3. Da hatte ich folgende Symptome. Ich hatte merkbare Senkwehen. Das werdet ihr auch gleich an meinem Bauch erkennen können. Ich musste häufig zur Toilette. Ich hatte nicht mehr so viel Durst. Das ändert sich aber im nächsten Update wieder. Und ich hatte, oder ich habe immer noch, wenn ihr hört, dass ich ja noch ein bisschen schnupfen. Ich habe eine kleine Erkältung mitgekriegt, weil die 2 jüngsten Mädels eine Erkältung hatten oder beziehungsweise auch noch haben und Tyrone, also mein jüngster Sohn, eine Erkältung hatte. Der hat jetzt noch ein bisschen Schnupfen und deswegen sind wir alle so ein bisschen ausgelaugt, deswegen sehe ich jetzt auch nicht so blendend aus. Also ich habe mich jetzt auch nicht so krass geschminkt. Ich hoffe, es stört nicht. Ja, was gibt es noch? Ich bin irgendwie wieder kurzatmiger, obwohl ich das eigentlich gar nicht so sagen kann, dass ich wieder kurzatmiger bin. Ich habe nämlich das Gefühl, dass sich der Bauch gesenkt hat. Dadurch kann man besser atmen, aber gleichzeitig fällt es einem doch schwerer durchzuatmen. Weil eben, ich habe das Gefühl, der Bauch ist so enorm
schwer geworden, Leute. Echt, boah. Und deswegen, ja, braucht man dann ab und zu schon so ein, zwei tiefere Atemzüge. Und ja, das ist einfach nicht mehr so, ja, so gut zu bewältigen mit so einem Bauch. Auch das Treppensteigen, das fällt halt mittlerweile enorm schwer. Also ich kann nicht mehr einfach so die Treppen hoch. Also das geht dann eher so bep, 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 bep und wahrscheinlich noch ein bisschen langsamer. Also ich quäle mich echt hoch und muss mich auch an diesem Handteil da festhalten und muss mich da halb so hochziehen. An dem Handlauf, genau. Und ja, das sieht, glaube ich, manchmal ganz ulkig aus. Vor allen Dingen für die Leute oder generell für meine Kinder oder generell wer einfach hinter mir ist, der dann schnell vorbei möchte, der muss ich erstmal warten, bis ich da hochgelaufen bin. Weil so einfach sich dazwischen quetschen und vorbeigehen ist ja auch nicht mehr, weil ich brauche wirklich, wir haben halt nur so eine schmale Treppe und ich brauche halt wirklich die gesamte Treppe, um da irgendwie klar zu kommen. Gut. Zur kleinen Maus. Immer noch relativ ruhig. Oh Gott. Es tut mir leid. Immer noch relativ ruhig. Und drückt mir ziemlich aufs Becken, beziehungsweise auf meinen Beckenknochen. Und das tut schon zeitweise echt gut weh. Aber da muss man halt einfach durch. Und ich merke halt wirklich, wie ihr Kopf so auf diesen Knochen halt so drauf drückt. Und das ist schon, tut schon manchmal gut weh. Und ich habe, glaube ich, oder ich meinte gemerkt zu haben, dass sie sich gesenkt hat oder dass der Bauch sich gesenkt hat. Und ich glaube auch, dass sie etwas tiefer sitzt mit ihrem Kopf. Wir werden sehen. Was mache ich noch? Ich habe angefangen mit Geburtsvorbereitenden, nicht Geburtseinleitenden, sondern Geburtsvorbereitenden Maßnahmen wie Himbeerblättertee, Globuli, Stilltee trinke ich ja sowieso schon. Ich weiß nicht seit welcher Woche. Und Heublumendampfbad. Wenn ihr zu den geburtsvorbereitenden Maßnahmen noch mehr wissen wollt, dann schreibt mir das doch bitte unten in die Kommentare. Dann kann ich dazu ein extra Video machen. Ja, und wie ich eben schon sagte, es wird alles einfach nur noch schwerer. Ja, so ist das einfach und es wird, glaube ich, bis zur Geburt nicht besser werden, im Gegenteil. Und ja, dann steht ein anderes Kapitel an, wenn die Kleine erstmal da ist. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe mir eigentlich so gut es geht alles aufgeschrieben. Und ja, dann war es jetzt erstmal mit meinem Update. Es tut mir leid, dass es nicht so viel zu erzählen gab, aber wenn ihr noch etwas wissen wollt oder Videovorschläge habt, Kritik oder sonstiges, könnt ihr mir das gerne in die Infobox schreiben. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, das ist ein ganz schnelles Feedback für mich. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mir folgen auf Facebook und Instagram. Da poste ich immer mal so ein paar Bilderchen und da seid ihr immer up to date. Und wenn ihr hier nichts mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich abonnieren. Das ist kostenlos. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch immer alle Videos bekommt. Und dann zeige ich euch jetzt noch meinen Bauch und wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Tschüss!